Schlamm, Dreck und tiefer Boden. Zum herausfordernden Rennmodus der Bike Night Flachau, einer Renndauer von 2 Stunden und dem kräftezehrenden Rundkurs gab's diesmal auch eine wahre Schlammschlacht. Schlicht die ultimative Marathon-Herausforderung. Ja, ich muss sagen, Mountainbike ist eine Outdoor-Sportart, das wissen wir alle. Und einmal so, einmal so. Schlammschlacht Nummer 3. Ich glaube, ich habe die richtigen Reifen aufgezogen, also, weil ich genug Grip habe. Wir nehmen es so, wie es kommt und es muss man durch. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Begleitung. Wetterkapriolen trennten die sprichwörtliche Spreu vom Weizen. Auf verkürzter Strecke jubelte schließlich der Tscheche Jiří Novák über seinen Premierensieg bei der Bike Night Flachau. Die Anstrengungen des Rennens standen ihm ins Gesicht geschrieben. I go full gas to everyone, now I'm dead. Bester Österreicher wurde der junge Tiroler Michael Mayer, der zwischenzeitlich sogar die Führung übernehmen konnte, die starken Tschechen aber letztlich doch ziehen lassen musste. Von Anfang an ist ziemlich hoch Tempo gefahren worden und es geht dann echt über 2 Stunden, da muss man sich das Tempo dann echt ein bisschen einteilen. Bin dann mit dem dritten dann noch 2 Runden vor Schluss zusammengefahren, aber zum Schluss hat es leider nicht mehr gereicht. Ähnlich wie bei den Herren und passend für Flachau hieß es auch bei den Damen, keine Feier ohne Meier. Es war brutal, von Anfang bis Ende. Zwischendurch wollte ich mal aufhören, aber dachte, das bringt uns so nichts. Aber vor allem ist es wieder gegangen. Wahnsinn. Kaum ein anderes Mountainbike-Rennen in Österreich kann mit einer derart hohen Promi-Dichte glänzen. Schon am Vorabend startete die Bike Night im Stiegl-Event-Areal mit der Freiluft-Movie-Nights von und mit David Lama. Das ist eigentlich echt ein lässiges Event, also man sieht, es sind echt einige Leute da. Tags darauf sorgte Dschungelprinzessin Larissa Marold für mächtig Wirbel. Es ist mein erstes Mal in der Flachau. Also Flachau ist halt so ein Mix aus Society und Sport. Und es ist halt, ich glaube, the place to be right now. Olympiamedaillengewinner Benjamin Karl, Skilegende Christian Gedina und Skiass Joachim Buchner hatten den ein oder anderen Tipp für die Hobbybikerin parat. Wenn man die Pisten runterschickt, dann wird man sehen, wie sie sich anstellt. Wenn ich fahre, mit einem Tag Training, kann sie auch fahren. Apropos Rennfahrer. Im internen Duell des Skiweltmeisters Christian Gedina gegen den Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl behielt der Österreicher klar die Oberhand. Ja, ich muss euch verklagen, weil wie ich weggefahren bin, hat ein Radl 8,5 Kilo gehabt und jetzt hat es 13. Ja, das hat eine Abwertung in 2 Stunden, das erlebst du normal nicht. Ein tolles Rennen, gute, super, tolle Organisation, aber muss man ein bisschen trainiert sein. Der Präsident der Bike Night Flachau, Hannes Fischbacher, war einmal mehr stärkster Lokalmatador. Ja, ist echt der Wahnsinn. Also Hut ab der ganzen Organisation, das ist echt arg, sensationell. Das war extrem hart, muss ich sagen. Also ich bin jetzt das vierte Mal dabei, das wisst ihr, und es war noch nie so arg wie heuer.